Aufnahme starten und möchte nun das Wort an Linda Rötlisberger weitergeben. Bitte schön, Linda. Guten Morgen alle miteinander. Jetzt sehe ich euch doch zu diesem relativ sehr speziellen digitalen Jubiläumsfeier. Gerne hätte ich euch alle natürlich im kleinen Kino Xenix in Zürich persönlich begrüßt, mit euch angestoßen, um gemeinsam 30 Jahre Trilogos zu feiern. Aber eben, und oft kommt es anders, als man denkt. Wir sind ja jetzt, oh Wunder, digital aus Oslo, Berlin, Wien, aus dem Tessin sogar, Ludwigslust, München, Zürich, Zumikon habe ich gesehen, aus dem Aarau, Bündnerland, Bern, aus nah und fern ganz international verbunden. Und wie noch kleiner, diese äußere Welt durch diese technischen Hilfsmittel doch geworden ist und wie nah ihr trotzdem jetzt alle seid. Beeindruckend für mich. Zoom sei Dank. Schön, dass ihr, treue Trilogos-Interessierte, diesen Samstagmorgen frei machen konntet. Bei diesem super Wetter hier in Zürich, es ist wirklich fantastisch. Ich schätze das umso mehr, dass ihr jetzt in der Stube geblieben seid. 30 Jahre lang habe ich mehr oder weniger für Trilogos gelebt, vieles erlebt, gelernt, entdeckt, bekommen, weitergegeben, immer wieder und es hört nie auf. Zusammen mit meinem treuen Team habe ich Trilogos aufgebaut, abgebaut, umgebaut, immer weiter entfaltete sich Trilogos seinem Profil gemäß. Dank sei allen für die vielen Unterstützungen und Hilfen jeglicher Art. Freude und Leid durfte ich auch mit vielen Trilogos-Freunden immer wieder teilen, sowie stetige Transformation und Entwicklung natürlich auf verschiedensten Ebenen. Trilogos als Einzelfirma mit Sitz in Küsnacht am Zürichsee entwickelte sich beispielsweise als Schule und Institut zur GmbH, bekam einen Bruder, den einfachen Verein Trilogos Club, der sich später zum europäischen Verein Psychonetz wandelte. Vieles durfte ich als Aufbauerin, als Schulleiterin und Beraterin über Jahre in unserer Hauszeitung Elementi auch beschreiben, dank dem großen Vertrauen meiner Studenten und Klienten sowie anderer Auftraggeber, Institutionen, Organisationen wie zum Beispiel der Frankfurter Ring, die Neumühle in Saarbrücken, der Medizinische Förderverein in München und Rosenheim, der Leuenberg, die mich vor allem im deutschsprachigen In- und Ausland immer wieder für Einzelgespräche, Schulungen, Trainings eingeladen haben. Ja, sogar als Reisebegleiterin der anderen Art konnte man mich gewinnen. Gruppenarbeit anlässlich diverser Kameltrecks durch die Sahara, zum inneren und äußeren Tauchen im Roten Meer oder auf dem Hausboot durch die Bretagne oder auf dem Nil. Schöne Erinnerungen bleiben. Heute verwaltet die Trilogos-Stiftung die bereits offiziell geisteswissenschaftlich beforschte Trilogos-Methode. Und bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank dem Stiftungsrat und dem Advisory Board, die beide zum Gedeihen sehr viel beigetragen haben. Das Trilogos-Team freut sich auch im vierten Dezennium auf weitere Kooperationen und steht auf Anfrage allen zur Verfügung. Jetzt aber Schluss. Herzlichen Dank dem ganzen Team für die Gestaltung dieses Morgens vor und hinter den Kulissen. Es ist doch nicht so ganz einfach, bis auch ich da online war und ich hoffe, ihr habt mich alle gut hören können in dieser modernen technischen Welt. Gern gebe ich jetzt dir, Michael, wieder das Wort. Schön, dass du uns durch den weiteren Morgen führst. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Linda, für diese einführenden Worte. Du hast ja jetzt schon einige Rückblicke, einige Blitzlichter aus der Geschichte vom Trilogos erwähnt, insbesondere was die Veranstaltungen betrifft, denn da hat es eine Menge gegeben, eine breite Fülle an verschiedenen Events, Workshops, Seminaren, Schulungen, Weiterbildungen. Ich möchte jetzt gerne einen Blick zurückwerfen, wo der Schwerpunkt aber hauptsächlich
nicht auf Veranstaltungen liegt, sondern auch auf den Büchern. Denn es wurden im Laufe dieser 30 Jahre doch eine Fülle und eine Menge an Büchern zur Trilogos-Methode publiziert. Wenn wir jetzt zurückgehen ins Jahr 1990, an den Geburtstag des Trilogos, der 5. Oktober, so wurde ja damals das Trilogos als Institut für Numinologie und Grenzwissenschaft gegründet, zu Beginn, bevor es dann zum Institut für Persönlichkeits- und Bewusstseinsschulung wurde. Aber das Trilogos war und ist aus meiner Sicht ein Grenzgang zwischen dem Erklärbaren und dem Unerklärlichen. Und Letzteres konnte im Gründungsjahr, eben wie du schon erwähnt hast, in vielen Einzelveranstaltungen und der Grundschulung sowie Diplomausbildung nicht nur gelernt, sondern eben auch erlebt werden. 1995, 5 Jahre später dann, kommt das Lehrbuch Der sinnliche Draht zur geistigen Welt. Ich denke, die meisten von uns, die jetzt hier sind, können sich nicht nur an dieses Buch erinnern, sondern haben es auch zu Hause stehen, im Bücherregal. Und es ist damals das erste Buch gewesen, das erste Lehrbuch, um das Unerklärliche, das Parapsychologische, das Spirituelle strukturiert zu erforschen und gleichzeitig, und das ist auch der Clou der Trilogos-Methode immer schon gewesen, gleichzeitig dadurch auch seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Im selben Jahr 1995 kommt es dann auch zur Gründung des Trilogos-Clubs. Und hier haben wir ein konkretes Beispiel in der Person von Universitätsprofessor Dr. Jörg Rehberg als Clubpräsidenten, wie das Trilogos kontinuierlich Brücken zwischen dem Wissenschaftlichen und dem Unerklärlichen, dem Numinosen schlägt. 3 Jahre später dann findet das Trilogos-Forum schon zum 10. Mal statt, organisiert vom Trilogos-Club und moderiert von Rainer Holbe. Wer einmal dabei war, weiß, dass das Trilogos-Forum immer ein sehr besonderer Anlass war, eine sehr besondere Veranstaltung mit immer rund 100 Gästen, sehr gut besucht, interdisziplinären Vorträgen und Workshops, was für die damalige Zeit sehr fortschrittlich war und besonders auch das Rahmenprogramm mit seinen Lesungen, mit der Kulinarik und so weiter, was sicherlich unvergesslich gewesen ist. Wer übrigens Bilder sehen möchte, dem kann ich das Archiv auf der Trilogos-Website empfehlen. Dort finden Sie eine Menge an Dia-Shows, um hier auch einen Blick zurückwerfen zu können anhand von Bildern. Wir schreiten aber jetzt weiter ins Jahr 2000, denn im Jahr 2000 wird von dir, Linda, etwas entwickelt, was nachher prägend sein soll für die Trilogos-Methode und den Trilogos-Ansatz. Es ist nämlich die Trilogos-Formel IQ plus EQ plus SQ ist gleich PsyQ. Was nichts anderes bedeutet, als wie jeder Mensch hat die Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu glauben. Und das gemeinsam macht dann unser menschliches Potenzial aus. Und der Trilogos-Methode geht es dann darum, eben dieses menschliche Potenzial zu entwickeln. Im selben Jahr, in dem du die Trilogos-Formel entwickelst, kommt dann auch die wissenschaftliche Anthologie Der Quantenschmetterling auf den Markt. Mit Beiträgen aus verschiedensten Disziplinen und Wissenschaftler und Gelehrte unterschiedlicher Fachgebiete haben hier an der Schwelle zum neuen Jahrtausend versucht, Etabliertes mit spirituellen oder mit einem spirituellen Ansatz zu verbinden, was für die damalige Zeit, da gehen wir jetzt 20 Jahre zurück, doch ein guter Schritt vorwärts gewesen ist. Im Jahr 2002 dann weckt die Trilogos-Methode Interesse auf Universitäten und Studenten beginnen, diese zu beforschen. Ich erinnere mich hier im Besonderen an ein Seminar der Uni Wien im sogenannten Prominentenzimmer, jenes Zimmer, das neben dem großen Hörsaal liegt. Und in diesem Prominentenzimmer haben wir dann mit einer Gruppe an Studenten die Trilogos-Methode auch ausprobieren und erleben können. Auch hat die Psychologin Barbara Gisrau in diesem Jahr das Buch Selbstbilder und Ichbilder geschrieben und veröffentlicht im Trilogos Verlag. 2005 dann findet zum ersten Mal der Jahreskurs die Trilogos Grundschulung im Erwachsenen-Weiterbildungsprogramm vom Leuenberg statt, jener Tagungsort der reformierten Kirche in Höllstein. Und jeder, der schon einmal bei einem Modul dort gewesen ist, weiß, wie perfekt dieser Ort Leuenberg ist als Rückzugsort und Bildungsort, insbesondere wenn man mit der Trilogos-Methode arbeitet. Im Jahr 2006 dann, also ein Jahr später,
wird das Buch Die Trilogos Psychomethode im Peter Lang Verlag, Verlag der Europäischen Wissenschaften veröffentlicht. 2007 dann die erste Dissertation über die Trilogos Methode in Philosophie von meiner Wenigkeit verfasst. Ein Jahr später dann das Buch von der Psychologin Dr. Karin Blimel, Systeme in Balance. Und 2012 dann schon wird die Trilogos Stiftung gegründet. Und hier ist dann ein Jahr später ein Meilenstein veröffentlicht worden, nämlich der autodidaktische Lehrgang im Kontakt mit der inneren Stimme. Die ehemalige Grundschulung ist hier autodidaktisch in drei Bänden aufbereitet worden und konnte dadurch auch von jedem und jeder überall und wann immer auch durchgeführt werden. Und durch diese autodidaktische Aufbereitung ist es dann auch möglich geworden, die Trilogos-Methode leichter zu beforschen. Und die Wirkung dieser Methode wurde dann auch durch Studien an der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien unter der Leitung von Professor Sherman Weber bestätigt. Nämlich es konnten signifikante Verbesserungen in diversen Lebensbereichen festgestellt werden. Im Jahr 2017 dann wird die Trilogos Plakatausstellung erstellt und diese reist dann gleich mal um die halbe Welt. Nämlich zur achten internationalen Konferenz für Gesundheitspsychologie an der Universität Havanna in Kuba. Ein Jahr später reist die Plakatausstellung wieder die halbe Welt zurück, und zwar diesmal zur internationalen Konferenz für mentale Gesundheit in Sibiu, Rumänien. Dort wird sie auch ein Jahr später wieder präsentiert. Und damit sind wir auch schon im Jahr 2020, also in diesem aktuellen Jahr, angelangt, wo nämlich die gesamte Trilogos-Diplom-Ausbildung mit ihrem Zertifikat 1, 2 und 3 dann auch in Form von drei autodidaktischen Handbüchern fertiggestellt und aufbereitet wurde. In diesem Sinn sind wir in der Jetztzeit angelangt mit einem kurzen Rückblick auf die letzten 30 Jahre. Dieser Ausblick war natürlich ein sehr kurzer und ich konnte nur einige wichtige Punkte herausgreifen. Wie gesagt, können Sie gerne weiter im Archiv stöbern. Dort finden Sie viele Bilder. Wenn Sie dabei gewesen sind bei manchen Veranstaltungen, kann es gut sein, dass Sie sich auch selber dabei wieder entdecken. Aber nun freue ich mich, dass ich, wenn wir auf diese 30 Jahre Trilogos zurückblicken, dass ich Ihnen nun den Film 30 Jahre Trilogos vorstellen darf. Sie sehen hier auf diesem Bild einerseits, dass der Film von den Filmemachern Eva Stiefel aus Zürich und Christoph Brandl aus Berlin gemacht worden ist. Sie hatten die Verantwortung für Kamera, Schnitt und Skript. Andererseits sehen Sie aber auch hier einen Link zu YouTube. Ich werde diesen Link jetzt auch im Chat nochmal hineinlegen, sodass Sie diesen dann einfach anklicken können und auf YouTube kommen. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, so möchte ich Sie ersuchen, einfach in Ihrem Browser YouTube zu öffnen, youtube.com. Dort im Suchfenster den Begriff 30 Jahre Trilogos einzugeben und dann werden Sie den Film automatisch finden und können sich diesen nun ansehen. Leider ist es uns nicht möglich, aufgrund der Technik Ihnen diesen Film jetzt hier direkt in Zoom zu zeigen. Dazu wäre leider Gottes die Qualität zu schwach und wir haben gesagt, wir möchten Ihnen die bestmögliche Qualität bieten und diese können wir nur gewährleisten, wenn Sie selbst den Link anklicken und den Film dann selber auf YouTube angucken. Ich möchte Sie auch jetzt hier auf Folgendes hinweisen, und zwar der Film, wenn Sie damit jetzt starten, wird um circa 10 nach 11 Uhr enden. Wir haben dann eine Pause bis 11.20 Uhr und werden dann hier mit dem nächsten Vortrag oder mit dem ersten Kurzvortrag von Professor Sherman Weber fortfahren. Das heißt, ich werde jetzt bis um 11.20 Uhr auch dann meine Kamera abschalten und meinen Ton und ich möchte Sie ersuchen, das ebenso zu tun. Wir werden uns dann wieder hier treffen um 11.20 Uhr und da freue ich mich schon auf viele spannende Kurzvorträge. Sollten Sie aber Fragen haben in der Zwischenzeit, so können Sie mir jederzeit mittels dem Chat eine schriftliche Frage stellen. Ich werde hier im Hintergrund sitzen und
und aufpassen, sozusagen den Raum hüten. Sollten Sie andere Fragen haben, können Sie diese auch gerne stellen. Ansonsten freue ich mich jetzt einfach auf den Film. Wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Wir sehen uns wieder um 11.20 Uhr. In diesem Sinn, bis gleich. Dann möchte ich nun alle wieder zurück und willkommen heißen nach diesem Film 30 Jahre Trilogos. Ich hoffe, Sie konnten diesen Film genießen und er hat Ihnen gefallen. Wie Professor Weber schon geschrieben hat, eine sehr schöne Aufbereitung und Retrospektive, dem möchte ich beipflichten. Und ich möchte auch nun Professor Jamais Weber herzlich begrüßen und offiziell vorstellen, denn er wird nun uns einen Kurzvortrag halten mit dem Titel Die Trilogos-Methode aus heutiger psychologischer Sicht. Wie Sie im Film sicherlich gemerkt haben, haben sich im Laufe dieser 30 Jahre auch Wissenschaftler für die Trilogos-Methode interessiert und damit auseinandergesetzt. Es war aber insbesondere Professor Weber, Professor Emeritus der Fakultät für Psychologie der Universität Wien, der hier die Trilogos-Methode im Laufe vieler Jahre unterstützt hat, sie auf internationalen Konferenzen präsentiert hat und auch durch einige seiner Studenten beforschen ließ. Ich darf nun Jamais Weber das Wort erteilen und freue mich jetzt auf einen kurzen, aber würzigen Vortrag über die Trilogos-Methode aus heutiger Sicht. Bitte schön, Jamais, wenn du das Wort nehmen möchtest. Also einen ganz schönen guten späten Morgen aus dem Tessin. Herzlichen Dank zuerst an Linda für die Einladung, heute hier teilnehmen zu können. Und herzlichen Dank an dich, Michael, für deine einführenden Worte zu meiner Person. Der Film ist sehr beeindruckend gewesen und auch das, was wir vorhin gehört haben. Sehr, sehr schöne, sehr schöner Workshop, den wir online gemeinsam erleben. Und meine paar bescheidene Überlegungen zu dem, wo Trilogos steht im Rahmen einer heutigen, sagen wir, empirischen, wissenschaftlichen Psychologie, die ich auch vertrete. Das ein bisschen zu ordnen, würde man zuerst mal beginnen, generell mit unserer Erkenntnisgewinnung, was Erkenntnis und dann auch dann zur Selbsterkenntnis, was ja dann zur Trilogos-Methode führt, beiträgt. Mit der Erkenntnisgewinnung, Michael wird mir da als seinem philosophischen Hintergrund sehr stark zustimmen, unterscheiden wir so etwas wie eine rationale Wissenschaft, wo wir Mathematik, aber auch Philosophie drinnen haben. Und dann haben wir die Erfahrungswissenschaften. Und in den Erfahrungswissenschaften, da haben wir die naturwissenschaftlichen Richtungen, die nomothetisch arbeiten, nach Gesetzen, nach allgemeinen Gültigkeiten suchen. Und wir haben geisteswissenschaftliche, die mehr ideografisch da sind, also das im Prinzip, die das Ziel haben, eine umfassende Analyse zu konkreten, zeitlich-räumlichen, einzigartigen Gegenständen und Zuständen zu liefern. Und die qualitativ sind und auch letztendlich auch eine gewisse reduktionistische Sache haben. Und das wären diese Ansätze. Und wo würde man jetzt die Psychologie, also diese akademische Psychologie, hineinsetzen? Traditionellerweise würde die so definiert werden, die Psychologie untersucht geisteswissenschaftliche Inhalte mit naturwissenschaftlichen Methoden. Also dass sie sich an die naturwissenschaftliche Methodik orientiert, um etwas zu untersuchen. Und das limitiert sie in ihrer Erkenntnisgewinnung, ist meine Kritik, wenn die Psychologie sich nur einer naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungsmethode für ihre geisteswissenschaftlichen Themen setzt. Und da muss die Psychologie eben ein Mehr machen. Sie muss eben auch sozialwissenschaftliche wahrscheinlich Methoden anwenden, wenn es um Gruppen geht, wenn es um Kooperation geht, wenn es eben auch um die wirklich geisteswissenschaftlichen Fragestellungen geht, diese nicht nur naturwissenschaftlich zu untersuchen, sondern einen Methodenmix, wie wir es sagen, zulassen und eben auch hier geisteswissenschaftliche Methodologie
inspirierend, intelligent, innovativ zusammenführen mit naturwissenschaftlichen Methoden. Das ist etwas, was sehr wenig praktiziert wird in der Forschung. Aber wenn wir das nicht tun, lassen wir bestimmte Themen außen vor, die wir dann einfach sagen, die gibt es nicht. Oder vielleicht interessieren sie mich privat, aber als Forscher kann ich mich nicht ihnen annähern, weil ich ja nur meine naturwissenschaftliche Methodik habe und ich komme nicht an diese Fragen, an diese Themen ran. Also lasse ich sie als Wissenschaftler draußen, was unfair ist. Ich möchte ein Beispiel geben. Ein Beispiel aus dem Bereich der Forschung zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen. Also Kinder oder auch erwachsene Menschen aus diesem Spektrum. Und wo wir eine Reihe von Formen haben und einige von diesen Menschen haben durchschnittliche Intelligenz und andere haben sehr niedrig ausgeprägte kognitiv intelligente Fähigkeiten. Und dann erklären wir ihren ganzen, versuchen wir ihre ganzen Autismus-Verhaltensweisen zu erklären, auch mit biologischen Hintergründen. Und dann begegnen wir hier Personen, die das können. Der 23. Februar 1963, welcher Tag war das? Und der Mann, den ich diese Frage stelle, der dreht die Augen so nach oben und sagt, das war ein Donnerstag. Und wir schauen im Kalender nach und tatsächlich, das war der Donnerstag. Und dieses Spiel kann ich vorwärts machen, also in die Zukunft rückwärts machen und er sagt es mir. Dieser Mann kann aber nicht 7 plus 5 addieren. Also über diese kognitive Fähigkeit führt er nicht. Das heißt, er hat ein spezielles Talent. Und wenn ich ihn frage, wie machst du das? Oder woher weißt du das? Ja, ebenso, sagt er. Er hat also ein intuitives, könnte man sagen, Gespür, dieser Frage nachzugehen und das zuzuordnen. Wie er das macht, wissen wir nicht. Aber er kann es. Und über dieses Phänomen finden wir eigentlich in den Fachbüchern zum Thema Autismus Wissenschaftler kein einziges Wort, weil wir es nicht erklären können. Also wird es nicht erwähnt. Ne? Aber es gibt es. Und so gibt es auch das Phänomen sicherlich, dass man den anderen Menschen spüren kann und ihn auch sich bildlich vorstellen kann in Bildern. Und dass man sehr, sehr viele von seinen Qualitäten, seinen Talenten, seinen Fähigkeiten, seiner Zustände, seines Wesens erfassen kann, ohne wirklich mit ihm darüber zu sprechen. Das geht wieder einmal auch mit Personen, die zum Beispiel nonverbal sind, wo man in eine andere Ebene der Kommunikation mit diesen Personen tritt, wenn man sich darauf einlässt. Und in dieser Nonverbalität sehr, sehr vieles über diese Personen erfahren kann und auch mit ihnen kommunizieren kann. Und das ist etwas, was wir in der Psychologie, in der wissenschaftlichen Psychologie nicht so häufig sehen. Wo bringen wir der Ansatz der Trilogos-Methode mit der heutigen Psychologie in Verbindung? Natürlich sind es die Themen, die Trilogos angeht, eben auch das ganz große Thema, nicht nur das der Psycho und der sich zusammensetzt aus emotionalem, intellektuellem und dann eben auch spirituellem. Gibt es diese Methode, die eine Methode ist im Sinne der Persönlichkeitsweiterentwicklung und der Potenzialentwicklung eines Menschen und eben der Kompetenzentwicklung und dann, was mache ich aus diesen Kompetenzen, die ich neu entwickelt habe? Und die Psychologie, um dann einmal zurückzukommen, ist eine Psychologie, die auch immer eine Theorie von der normalen Entwicklung des Menschen hat, aber vor allem dann eben auch eine Theorie entwickelt hat von den abweichenden Entwicklungen des Menschen, also von einer Psychopathologie, von einer klinischen Seite her, von einer Seite her der Störungen, der Defekte, der Dysfunktionen. Aber erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der amerikanische Psychologe Abraham Maslow den Begriff der positiven Psychologie gegründet, der in den 1990er Jahren, also als Linda in den Startlöchern
da ebenfalls wieder aufgenommen worden ist von Seligman in den USA. Und diese positive Psychologie, da sehe ich sehr, sehr viele Verbindungen zu dem theoretischen Werk von Linda und dann aber auch, was in der positiven Psychologie fehlt oder nicht sehr weit ausgebildet ist, sind, wie kann ich Tugenden aus dieser positiven Psychologie wirklich weiterentwickeln, also in die praktisch umsetzen. Und wenn ich hier an das Konzept von Seligman und auch von Seligman und Peterson, die das ausgearbeitet haben in den 90er Jahren, sagen, dann gehen die von 6 großen Tugenden aus. Sehr vieles davon geht in Lindas Arbeit auch mit ein. Sie sprechen von einer Tugend Weisheit und Wissen. Also das ist die kognitive Stärke, die wo Kreativität drinnen ist, Neugier, Aufgeschlossenheit, Lernfreude, Perspektive. Eine Tugend, die sie Courage nennen, also emotionale Stärke, Tapferkeit, Beharrlichkeit, Integrität, Vitalität. Eine andere ist die Menschlichkeit, das ist die interpersonale Stärke. Das ist Liebe, Freundlichkeit, soziale Intelligenz, die man weiterentwickeln kann. Aber auch diese Gerechtigkeit, also auch das, was in Lindas Werk mit der sozialen Verantwortung hineingeht, Gerechtigkeit als zivile Stärke, soziale Verantwortung, Fairness, Führungsstärke. Eine Tugend, die ich in Lindas Arbeit nicht so stark sehe, ist die Tugend der Mäßigung, also Stärken, die gegen Exzesse schützen einen Menschen. Also, und darunter könnte man auch so etwas wie vergeben können, wie Mitleid, wie Demut, wie Bescheidenheit, Besonnenheit, Selbstregulation. Und dann in Ihrem Werk der positiven Psychologie sprechen Sie eben auch von der Transzendenz. Das ist eines der wenigen Theorien der akademischen Psychologie, von Transzendenz gesprochen wird. Also es ist die spirituelle Stärke, die Sie auch meinen und die immer mit Bedeutsamkeit für einen Menschen einhergeht. Wertschätzung, aber auch von Schönheit, von Exzellenz, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor und dann eben Spiritualität, die dazu gehört. Das ist so dieser Bereich der positiven Psychologie. Wo lässt der sich jetzt zuordnen? Und da sehe ich dann auch die Stärke von Lindas praktischer Umsetzungssache mit den Übungen, mit den sehr konkreten Handlungs- und Interventionsansätzen, die da sind. Und dieser Ansatz geht meiner Meinung nach sehr stark in die Gesundheitspsychologie hinein, also von der positiven Psychologie in die Gesundheitspsychologie hinein. Und da eben auch in das Thema der Gesundheitsförderung eigentlich. Gesundheitsförderung ist komplementär zu all dem, was die Weltgesundheitsorganisation mit Krankheitslehre sieht, also mit all dem, was Prävention ist, wenn wir Krankheit vermeiden wollen. Und das Gesundheitsförderungskonzept entsteht ein paar Jahre bevor Linda die Trilogos-Methode entwickelt, nämlich 1986, als die UNO eine große Konferenz in Ottawa hatte und wirklich das Thema Gesundheitsförderung in den Vordergrund gestellt hat. Und das Gesundheitsförderung zielt auf das, was Linda in ihrem Trilogos eigentlich macht. Es geht darum, die Stärkung der Gesundheitsressourcen einer Person, die Gesundheitspotenziale der Menschen umzusetzen. Und es ist ein Prozess der Befähigung von Menschen, ihre Kontrolle über Bedingungen von Gesundheit zu erhöhen. Und Gesundheit wird sehr breit verstanden. Und da kommt eben auch das Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky, den auch Michael schon angesprochen hat, mit dem Sense of Coherence drin ist. Und das hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, was Linda uns anbietet. Also ein Wohlbefinden, körperlich, psychisch, soziales, auf der sozialen Ebene zu entwickeln. Also da sehe ich eine ganz große Beziehungen und Verbindungen und Andockstellen zwischen dem, was Linda uns hier vorgeschlagen hat und entwickelt hat und zur Verfügung stellt und dem, was in einer, sage ich einmal, in der empirischen Gesundheitspsychologie heute verhandelt wird.
Und das war auch meine Motivation vor ein paar Jahren, Studenten einzuladen, das zu überprüfen. Und wir haben auch Sense of Coherence überprüft, also die Wirkung von Übungen aus der ersten Stufe des autodidaktischen Trainings, das zu überprüfen. Und wir konnten da, wie es Michael schon sagte, signifikante Effekte beobachten in einigen Bereichen, ob das jetzt Lebensqualitätsfragebögen waren oder bestimmte Fragebögen aus dem Theoriekonzept von Antonovsky, Salutogenese oder anderen Konzepten aus der positiven Psychologie. Also das ist das, wo ich sage, mit Lindas Werk ist ein Beitrag gegeben, wie Menschen sich wirklich ihre versteckten, latenten Potenziale in Richtung Kompetenz umsetzen können. Und es ist eine Beschäftigung mit sich selbst, mit seiner Beziehung zu seiner Umwelt, zu anderen Menschen und einer sehr starken Selbstreflexion da drinnen. Mir gefällt sehr stark dieser Ansatz des autodidaktischen Trainings, weil es eben das selbstbestimmte Wesen des Menschen sehr stark erhöht. Und es ist die eigene Motivation einer Person, das sehr strukturiert durchzuführen. Es ist eine Disziplin drinnen, hohe Motivation drinnen. Und es führt in Richtung Stärkung eben auch der Selbstbestimmung der einzelnen Person im Sinne von Kompetenzerweiterung. Das ist ein Motiv, was alle Menschen zu jeder Lebenszeit haben, dass man etwas dazulernt, dass man kompetenter wird in vielen Bereichen, aber auch, dass man Autonomie weiterentwickelt, also seine Selbstwirksamkeit, würde Antonovsky da sagen, weiterentwickelt und dann eben auch seine soziale Eingebundenheit auf einer ganz neuen Ebene erleben kann und dadurch eben auch eine Stärkung hat. Das sind die Sachen, die ich bei Linda gesehen habe. Und ich möchte schließen mit einer Überlegung, die jetzt aber aus der Psychopathologie von Karl Jaspersker, der auch gesagt hat, dass wir mit den Methoden, die die Naturwissenschaft in der Psychologie anwendet, natürlich einiges erklären können. Aber vieles ist nicht zu erklären. Und er hat dann eben auch diesen Ansatz gewählt, dass es dann um Verstehen geht. Und Seelisches geht nur aus Seelischem hervor. Und dieses Seelische, das kann ich möglicherweise nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden erklären, sondern das kann ich mit geisteswissenschaftlichen Methoden verstehen lernen. Das ist mein Schlusssatz für heute gewesen. Danke. Herzlichen Dank, Jamais, für diese sehr einblicksreichen Vortrag aus der Sicht der Psychologie. Auch ich konnte jetzt hier einiges lernen, neue Aspekte kennenlernen, neue, wie soll ich sagen, theoretische Perspektiven auf die Trilogos-Methode gewinnen. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken und darf jetzt nach dir weiterfahren mit einem weiteren Kurzvortrag. Diesmal nicht aus psychologischer Sicht, sondern diesmal wird, ich möchte es kurz herzeigen, um die angewandte Trilogos-Methode aus pädagogischer Sicht gehen, aus der Sicht der Bildung und Persönlichkeitsentwicklung in der heutigen Zeit. Und ich möchte aber jetzt nicht gleich in der Jetztzeit beginnen, sondern ich möchte mal zurück in die Antike gehen, weil wir dort den Ursprung der Pädagogik finden können. Pädagogik wurde von den alten Griechen als Paideia bezeichnet, was wortwörtlich nichts anderes bedeutet als Kindeserziehung. Es wurde allerdings in einem etwas größeren Rahmen gemeint, nämlich im Sinne der Entwicklung einer reifen Lebenshaltung. Das heißt, hier ging es um, wenn man von Paideia sprach, um den Prozess, um die Entwicklung hin zu einer reifen Lebenshaltung. Und das, was interessant ist bei diesem Begriff der Paideia war oder bei dem Begriff der reifen Lebenshaltung, dass eine solche Lebenshaltung nicht gelehrt werden konnte, sondern eben nur gelernt werden kann. Das meinten unter anderem schon die alten Philosophen Platon und Sokrates. Jetzt müssen wir uns aber dann fragen, ja, wie kann ich zu einer solchen reifen Lebenshaltung gelangen? Wie kann ich die erlernen? Da möchte ich einfach darauf hinweisen, das haben Sie vielleicht selbst schon festgestellt, dass wir ständig Erfahrung sammeln. Beim Essen, beim Waschen, beim Autofahren, beim Freundetreffen, beim Joggen gehen, überall sammeln wir nichts anderes als Erfahrungen. Sogar im Schlaf sammeln wir Erfahrung.
im Sinne von Traumerfahrungen. Und tatsächlich ist es unsere Lebenserfahrung, die unsere Lebenshaltung prägt. Aber viel Lebenserfahrung bedeutet noch lange nicht, dass wir eine reife Lebenshaltung haben. Und Sie kennen sicherlich den viel zitierten Ausspruch von John Dewey, nämlich Learning by Doing. Und der heißt eigentlich, das ist nämlich eine Fehlsituation, denn eigentlich heißt dieser Ausspruch Learning by Reflection on Doing. Also Lernen durch Reflektieren seines Handelns und Tuns. Das heißt, um eine reife Lebenshaltung zu entwickeln, muss ich mich auf mich selber einlassen, muss ich mich auf meine eigenen Haltungen, auf meine eigenen Überzeugungen, meine eigenen Gefühle, meine Wahrnehmungen einlassen, mein Handeln einlassen. Und dann kann ich mich fragen, was erzählen mir meine Erfahrungen, auch die negativen, über meine Lebenshaltung, meine Stärken, meine Schwächen, was kann ich besser machen, was kann ich daraus lernen? Mensch, erkenne dich selbst, wie der Sokrates schon gemeint hat. Und von dieser Sicht her oder von dieser Perspektive her betrachtet, können wir sagen, dass Bildung nichts anderes ist oder dass Bildung als nichts anderes verstanden werden kann als ein Selbstreflexionsprozess. Und hier verwundert es dann auch nicht, dass das traditionelle Ziel von Bildung seit der Antike auch folgendes war, nämlich zur besten Version seiner selbst zu werden. Das heißt, sein menschliches Potenzial zu entfalten. Und dieses Ziel finden wir nicht nur beim Sokrates oder Platon, sondern auch unter anderem bei den Stoikern und in der Bewegung der Aufklärung. Und nicht zuletzt bei der Trilogos-Methode. Was hier aber klar wird, ist, dass Bildung nicht gleich Ausbildung ist. Das heißt, ein gut ausgebildeter Mann oder eine gut ausgebildete Frau muss nicht auch gleichzeitig ein gebildeter Mensch sein. Und ein gebildeter Mensch muss nicht auch gleichzeitig eine langjährige Ausbildung haben. Wahre Bildung hat also wenig mit Wissensvermittlung oder Wissenstransfer zu tun, so wie wenn man von einem Glas mit Wasser dieses Wasser in ein anderes Glas leeren würde. Bildung ist vielmehr ein Formungsprozess, bei dem wir selber sowohl Künstler als auch Kunstwerk sind. Bildung ist hier also sehr nahe dem, was wir als Lebenskunst bezeichnen können. Und dadurch wird klar, dass die Trilogos-Methode, die die Tradition der humanistischen Bildung weiterträgt, auch ein klarer Gegenpol ist zu den herkömmlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten unserer heutigen Zeit, wo es vorwiegend eben um Wissensvermittlung geht. Und an diesem Punkt möchte ich hier ein paar Auszüge, ein paar Ergebnisse vorstellen von einer kleinen Forschungsstudie, die ich vergangenes Jahr an einer norwegischen Volkshochschule durchführen konnte. Bisher wussten nur Linda und ich von dieser Studie, das heißt, diese Ergebnisse werden hier zum ersten Mal auch präsentiert. Und zwar fand die Studie, dieses Forschungsprojekt an einer norwegischen Volkshochschule statt. Und ich muss erwähnen, dass norwegische Volkshochschulen dieses traditionelle Ziel von Bildung, nämlich zur besten Version seiner selbst zu werden, nach wie vor sehr hoch halten. Ich habe dort in einer dieser Schulen über 2 Monate hinweg 7 Bilderreisen durchgeführt. Diese hatten den Fokus auf philosophische Themen. Es waren sogenannte Mini-Bilderreisen, die nicht zu vergleichen sind mit den Bilderreisen von der Grundschulung beispielsweise, wo viel tiefer gegangen wird, gerade was jetzt emotionale und spirituelle Themen betrifft, wo die emotionale und spirituelle Intelligenz gefördert wird. Es waren dies Bilderreisen von durchschnittlich 10 Minuten. Ich habe diese Bilderreisen mit 15 Studenten durchgeführt, die alle im Alter zwischen 19 und 21 Jahren waren. Und ich habe dann deren Erfahrungen nach jeder Sitzung mittels einem offenen Fragebogen erhoben. Und es konnten sich im Laufe dieser 2 Monate dann 3 Trends herausstellen. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht weiter die genaue Methodik und so weiter. Das würde jetzt zu fachlich werden und wahrscheinlich zu uninteressant. Aber es konnten 3 Trends festgestellt werden. Nämlich einerseits meinten die Studenten, und hier meine ich wirklich ein Großteil davon, dass sie durch diese Übungen ruhiger werden konnten und weniger gestresst. Und zwar weniger gestresst und ruhiger, nicht nur während den Übungen, sondern generell in ihrem Alltag. Auch meinte ein Großteil dieser Studenten, dass sie so etwas wie existenzielles Lernen vollziehen konnten. Also beispielsweise, wie gehe ich mit Veränderung um,
Wie kann ich das Beste aus einer gegebenen Situation machen? Wie kann ich Vertrauen entwickeln? Das alles kann unter dem Begriff des existenziellen Lernens zusammengefasst werden. Und der dritte Trend, der sich abzeichnete, war dann das, was als Selbsterkenntnis bezeichnet werden kann. Also wer bin ich? Was sind meine Stärken, meine Schwächen? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich daraus lernen? Und ich habe dann zum Schluss dieser Studien, die in den nächsten Monaten, also im ersten Quartal des nächsten Jahres auch in Buchform erscheinen wird, dann noch einmal gefragt, was ist eure generelle Beurteilung dieses Projekts? Und hier meinte eine der Studenten, ich habe viel über mich gelernt und es half mir, eine bessere Version meiner selbst zu werden. Also hier ganz klar angesprochen auf den traditionellen humanistischen Bildungsbegriff. Ein anderer Student meinte, ich fühle mich mehr bereit für Dinge, die mir mein Inneres bewusst macht. Und darüber hinaus erhielt ich vieles, mit dem ich in Zukunft arbeiten kann. Ein dritter Student meinte, ich erhielt viele neue Erfahrungen und Erkenntnisse über mich selbst, denen ich mir nicht bewusst war. Und ein vierter dann meinte, ich merke persönliche Entwicklung und wie ich mich weiter auf mich einlassen kann. Was ja, wie wir vorhin auch gesehen haben, ein wichtiger Aspekt der Bildung ist. Ich könnte jetzt hier noch längere Zeit fortfahren und mehr über dieses Projekt erzählen, habe aber jetzt gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Entschuldigen Sie, jetzt ist mir aufgefallen, dass Sie hier meinen ganzen Bildschirm sehen. Ich möchte jetzt aber wieder zurückkehren, hier ins Plenum und einfach erwähnen, dass hier sich eine ganz klare Richtung abzeichnet. Und wenn man jetzt die Ergebnisse, die Professor Weber schon angesprochen hat, von den Studien der Fakultät für Psychologie ansieht, so gibt es hier gewisse Ähnlichkeiten. Das heißt, hier zeichnet sich eine Richtung ab und ich bin davon überzeugt, würde man jetzt die ganze Grundschulung nehmen und hier diese autodidaktischen Lehrbücher verwenden mit den drei Bänden und hier durchführen, so würde sich sicherlich im Hinblick auf das existenzielle Lernen, aber auch wenn es um das Thema Ruhe und weniger Stress geht und Selbsterkenntnis, dass man hier noch diese Trends vertiefen könnte. In diesem Sinn, und das kann man jetzt auch anhand schon dieser Studie eigentlich sehen, kann gesagt werden, dass die Trilogos-Methode eben auch eine pädagogische, eine bildungsfördernde Methode ist. Und in dem Sinn möchte ich mich jetzt bei Ihnen hier für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich nun, das Wort an Martin Keller weiterzugeben, der uns jetzt mit ein paar Wünschen für die Zukunft für das Trilogos begrüßen möchte. Bitte schön, Martin Keller. Danke, Michael. Ja, liebe Mitfeiernde, wir haben heute einen besonderen Moment, 30 Jahre Trilogos. Und dieser Moment ist auch besonders deswegen, weil wir dieses Jubiläum auf spezielle Art und Weise feiern, nämlich digital per Videokonferenz. Vor 3 Jahren wurde ich angefragt, ob ich mich für den Stiftungsrat der Trilogos-Stiftung zur Verfügung stellen würde. Und bevor ich mich entschieden habe, habe ich recherchiert. Denn ich wollte wissen, was ist Trilogos, was will diese Methode und wie funktioniert sie. Und zu meiner Überraschung habe ich dann bemerkt, dass mir einige Aspekte der Methode durchaus vertraut sind. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, der die verschiedenen Aspekte unserer Persönlichkeit wertschätzt. Also ein erprobtes Mittel der Persönlichkeits- und Bewusstseinsbildung für unsere Zeit. Nun feiern wir heute 30 Jahre Trilogos und wie geht es weiter? Lassen Sie mich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Jemand beobachtete Nasruddin, wie dieser etwas auf dem Boden suchte. Was hast du verloren, Nasruddin? Fragte er. Meinen Schlüssel. Beide lagen nun auf den Knien und suchten. Nach einer Weile fragte der andere, wo hast du ihn denn eigentlich verloren? In meinem Hause. Aber warum suchst du ihn dann hier draußen? Weil es hier heller ist. Diese Geschichte von Nasruddin bringt uns zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Ja, warum sucht Nasruddin den Schlüssel dort, wo er ihn nicht verloren hat? Ja, warum tut er das überhaupt? Für mich ist diese Geschichte ein treffendes Gleichnis für das,
was die Trilogos-Methode ist und sein kann. Ein Wegweiser, ein Wegbegleiter ins Helle und ins Licht. Denn wer trilogisch arbeitet, kann sein urmenschliches Potenzial entdecken und entfalten, kann in Kontakt kommen mit der alles umfassenden Wirklichkeit, die wir Licht, Liebe oder Leben nennen können. Und genau das ist für mich die Pointe der Geschichte von Nasruddin. Ja, und was ist dann der Schlüssel? Ich würde sagen, unsere Kompetenz im Menschsein, unsere Befähigung zum Mitmenschsein. Und diese brauchen wir dringend. Aber nicht nur wir, sondern auch die Welt braucht sie. Gerade in Zeiten, in denen vieles in Bewegung gerät, in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. In Zeiten, in denen viele Menschen verunsichert sind und sich nach Sinn und Orientierung sehnen. Darum wünsche ich mir, dass viele Menschen es machen wie Nasruddin und dort nach dem Schlüssel suchen, wo es hell und Licht ist. Hell und Licht, das kann sein, Fantasie und Kreativität, Spontaneität und Offenheit, Mut und Besonnenheit, Vertrauen und Zuversicht. All das kann unser Leben hell und Licht machen. Die Trilogos-Methode kann Menschen dabei helfen, diesen ihren ureigenen Schatz zu heben und sie darin unterstützen, mehr Mensch zu werden. Trilogos, das wissen Sie alle, ist zwar eine kleine Organisation mit beschränkten personellen und finanziellen Mitteln. Doch durch die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation eröffnen sich neue Wege, die Methode bekannt zu machen und sie auf einfache Weise kennenzulernen und mit ihr zu arbeiten. Ein ganzes Set an Werkzeugen steht dafür bereit. Es wurde schon erwähnt heute Morgen, zum Beispiel der autodidaktische Lehrgang, die digitale Lernplattform Udemy, der digital mediale Erlebnisabend Trigolos Live mit Michael und auf der neu gestalteten Webseite finden Interessierte noch ganz viele andere Angebote, wie zum Beispiel Audioübungen zum Ausprobieren. Kurz und gut, möge die Trilogos-Methode auch in den kommenden Jahren zum Leuchten kommen. Und möge aus diesem Leuchten viel Gutes und Versöhnliches wachsen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Martin, für diese schönen und berührenden Worte. Ich darf jetzt weitergehen schon zum letzten Punkt unserer Veranstaltung. Sie werden nämlich jetzt dann einen Austausch, jetzt kommt nämlich der digitale Austausch unter allen Anwesenden, Sie werden jetzt dann die Möglichkeit erhalten, auch Fragen und Glückwünsche zu stellen bzw. auszurichten. Es wird moderiert von Rosemarie Gampe und meiner Wenigkeit. Ich möchte deshalb jetzt Rosemarie ersuchen, einfach mal zu beginnen mit einer ersten Frage an Linda. 30 Jahre Trilogos ist eine lange Zeit, hier kann man sicherlich vieles erfragen und ergründen. Ich möchte jetzt dich ersuchen, Rosemarie, hier das Wort zu übernehmen. Bitte schön. Ja, liebe Linda, kannst du uns ein Beispiel aus deinem Leben schildern, ein konkretes Beispiel, wie diese Medialität und Spiritualität dein Leben beeinflusst hat? Also, die Medialität habe ich ja mit in die Wiege gekriegt bekommen und ich würde es heute ganzheitlich gesagt als große Erweiterung erachten. Als Kind, Jugendliche sicher als große Schwierigkeit, weil ich Sachen wahrnahm, die der Umgebung verschlossen blieb, aber mir persönlich dann später mit dem Studium, Forschung, was ist da mit meiner Wahrnehmung anders als bei vielen anderen Menschen, würde ich heute sagen, eine große Bereicherung. Das Leben ist viel weiter, großzügiger. Ich kann viel schneller intuitiv Entscheide fällen. Ich kann für mich besser auch in meiner Wahrnehmung sein. Also es sind eigentlich, was ich zusammengefasst jetzt vom Germain Weber und von Michael gehört habe, diese Werkzeuge, die mir helfen, in meiner Menschlichkeit
auf diesem Weg zu bleiben, an mir wirklich zu arbeiten, weil das für mich im heutigen und auch früher schon immer wichtigsten Thema war, eine gute Persönlichkeit sein zu können und menschliche Kompetenz leben zu können. Und dafür ist es einfach ein goldiges Werkzeug, würde ich jetzt mal sagen. Herzlichen Dank, Rosemarie, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geblickt. Ist es okay für dich, wenn wir einfach mal das Publikum fragen, ob jemand eine Frage an Linda hätte? Wunderbar. Dann möchte ich jetzt eröffnen für alle Anwesenden, wer gerne das Wort ergreifen möchte, bitte einfach im Chat kurz den eigenen Namen reinschreiben oder die Hand hochhalten. Ja, Theresia Matte, bitteschön. Ja, liebe Linda, ich habe ja bei dir lange trainiert. Ich glaube, halt noch vor dass Trilokos entstanden ist. Aber es war für mich ganz, ganz entscheidend. Es hat mir den Boden gelegt, einerseits meine spezielle Tochter besser zu verstehen, aber auch andererseits war es der Grundstein zu meiner komplementärmedizinischen Praxis, dass ich auch als Pflegefachfrau sehr viel besser arbeiten konnte. Und dafür möchte ich herzlich danken. Und ich wünsche dir und dem ganzen Trilogos alles Gute, dass noch sehr viele Leute davon profitieren können und damit das Menschsein, das Zusammenleben einfach noch sich markant verbessert, vor allem in der heutigen Zeit. Danke. Danke, Therese. Merci. Dankeschön. Möchte sonst noch jemand das Wort ergreifen, Glückwünsche ausrichten oder auch eine Frage stellen? Barbara Hugentobler. Barbara, du hast die Hand in der Höhe oder zumindest den Finger. Bitte schön, einfach das Mikrofon aufschalten. Also liebe Linda, ich war ja auch schon vor vielen Jahren bei dir im Kurs, weil ich selber merkte, dass ich irgendwie mediale Kräfte hatte und mein Umfeld damit auch nicht so recht zu Rang kam. Und das hat sich ja dann bestätigt. Und ich danke dir vielmals für unsere kontinuierliche Freundschaft. In meinem Beruf als Theologin und Seelsorgerin konnte ich sehr viel von deinem Wissen profitieren. Ich habe das einfach mehr in die Spiritualität hineingelegt. Und du weißt ja, das hat sich jetzt in meinem kleinen Buch, hat sich das jetzt dokumentiert. Und ich danke dir und ich danke für deine Freundschaft und wir sehen uns ja bald wieder. Merci vielmals, Barbara. Danke. Herzlichen Dank, Barbara. Möchte sonst noch jemand das Wort ergreifen, so ist jetzt dafür die Möglichkeit. Wir haben laut offiziellem Programm noch eine Minute Zeit. Hallo Linda, das ist Thomas. Ein herzlicher Gruß aus schon lange Zeit her. Ich meine, die Trilogos hat den Ausschlag gegeben für meine Skenogrammarbeiten. Und zwar war das zurückzuführen auf einen von deinen ersten Prospekten, wo ich irgendetwas auf die Titelseite bringen musste, ohne Digitalkamera. Ich wünsche dir für deine Tätigkeit viel Glück und gutes Gelingen. Danke Thomas, merci. Herzlichen Dank. Linda, es ist jetzt, hat es 12 geschlagen. Also der Prosteni-Anfang ist jetzt bei dem Gong Schlag auf 12 mit allen ganz herzlich. Ich möchte allen danken, dass ihr da seid für 30 Jahre Trilogos. Herzlichen Dank an alle für die tolle digitale Gestaltung dieser 30-jährigen Trilogos-Matinee. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen froh und erleichtert, dass dieses Zoom-Event doch eigentlich recht gut geklappt hat, mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Ich habe vorhin auch einige Messages bekommen, dass viele bestecken geblieben sind, aber ich freue mich, dass dieser Morgen ja noch nachgeschaut werden kann für diejenigen, die das jetzt
einfach nicht geschafft haben. Und auch dafür danke ich euch herzlich, weil ich zähle mich selber auch noch zu den Zoom-Nomaden. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ihr mich hören und sehen könnt. Michael, dir danke ich an dieser Stelle ganz besonders herzlich für dein Engagement als Moderator und Brückenbauer dieser Veranstaltung. Und natürlich auch immer für dein immer wieder engagiertes Forschen mit der Trilogos-Methode. Michael, du weißt es, du bist einer der Wichtigsten, der die Trilogos-Geschichte mitgeprägt hat und auch hoffentlich noch mitprägen wird. Ich danke dir. Bitte. Besonders danken möchte ich ebenso unserem Martin Keller, am Vizepräsident der Trilogos-Stiftung, und unserem Advisory Board-Mitglied Professor Germain Weber aus Wien oder jetzt aus dem Tessin. Schön, dass ihr auch dabei sein könnt für eure wertvollen Kurzreferate, die auch mir wieder neue Impulse geben zum Weiterforschen und Lernen und mich neu inspirieren. Vielen Dank. Die Ausblicke sowie die Zukunftsvision der weiteren Tätigkeiten unserer Stiftung sind hoffnungsvoll. Mögen die guten Absichten im neuen Dezennium also hoffentlich weitere Früchte tragen. Ich bin schon ganz gespannt, was da passieren wird. Auch dem Filmteam Eva Stiefel aus Zürich und Christoph Brandl aus Berlin danke ich für ihren Blick zurück in der Trilogos-Geschichte. Ich hoffe, dass es euch gereicht hat, den Film anzuschauen. Macht mal nur kurz Hand hoch. Wer hat ihn gesehen jetzt, in der also während dieser Zeit? Ah doch, hat es doch bei vielen geklappt, das freut mich. Und sonst eben, wisst ihr ja, Michael hat es schon gesagt, also auch dieser Film wird demnächst auch jetzt bei uns auf der Webseite sichtbar sein, könnt ihn in aller Ruhe nochmal schauen. Und diesbezüglich mein besonderer Dank natürlich auch allen, die im Film selber mitgemacht haben. Ihr habt es ja gesehen, es sind Erinnerungen aus früheren Zeiten, damit ihr auch ein bisschen mich besser und vielleicht unerwartet von anderen Seiten kennenlernen konntet. Rosemarie Gampe bin ich sehr dankbar, dass sie als Co-Moderatorin und Zoom-Versierte uns vor und während diesem ganzen Online-Erlebnis unterstützt hat. Mein Dank geht auch an Monika Langenecker-Ulmer und Reinhilde Burg für ihre wichtigen Arbeiten hinter den Kulissen. Die ganzen Vorbereitungen mit den Gesprächen, wie wir jetzt diese Plakate machen wollen und so weiter, muss ja alles auch gemacht sein. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die vielen, die jetzt nicht erwähnt wurden oder die auch nicht da sein können, die aber an der Entwicklung des Trilogos mitgebaut haben. Die Trilogos-Geschichte geht also weiter. Ab 2021 freue ich mich, etwas Neuem am Murtenseeraum zu geben. Ich möchte dazu jetzt noch nichts weiteres verraten. Details dazu findet ihr demnächst auf unserer Webseite. Danke nochmals für eure Teilnahme, für euer Vertrauen. Und jetzt wünsche ich euch von Herzen alles Gute auf eurem weiteren Weg. Bleibt gesund in dieser doch immer noch schwierigen Zeit. Und also jetzt nochmal ein letztes Prosit für euch alle zusammen nach Hause auf Trilogos und ein gutes viertes Dezennium. Prost! Prost, Linda! Herzlichen Dank, Linda, alles Gute! Und danke, dass ihr alle dabei wart. Es hat mich sehr gefreut an diesem schönen Samstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Spaziergang vielleicht bei diesem schönen Wetter hier bei uns am Zürichsee und sonst auf jeden Fall ein erholsames Wochenende allen. Alles Gute und bleibe gesund. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke, Michael.